Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Gone Home. Tja, Leute, wo im letzten Part ja, oder besser gesagt, der letzte Part war ja nun halt ein bisschen kürzer als gewohnte Zeit, aber ich wollte mir das ja halt nur ein bisschen aufsparen hier für den Dachboden jetzt, wo wir jetzt ja nun endlich mal hochgehen. Genau, das werden wir jetzt auch tun. Soweit haben wir jetzt alles da unten abgegrast. Denke ich mal, hoffe ich mal. Und, ja. Oh, was sind das hier? Sind wir jetzt? Aha, alles klar. Ah, ist einfach nur so eine Schale hier von. So eine Weihnachtsschale. Das ist jetzt also. Hier hat sie. Ah, hier hat sie also immer geschlafen. Mit, ihrer Freundin. Den Brief gucken wir uns gleich an. Erstmal schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Aha, hier wurden also Fotos entwickelt. Getreu noch richtig hier mit diesen komischen drei Phasen Wasserlagen oder wie sich was das alles ist hier. Ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Vielleicht weiß das ja von euch jemand, wie das alles heißt hier, diese Flüssigkeiten. Das werden ja immer verschiedene Flüssigkeiten sein, denke ich mal. Okay. Ja, und das sind hier die Bilder immer von ihr und von ihrer Freundin. Sehr schön anzusehen, sieht cool aus. Okay, so groß scheint der Dachboden jetzt aber doch nicht zu sein, oder? Wir können ja mal auf die Karte gucken, aber hier ist nirgendwo so ein komisches X noch zu sehen. Überhaupt nicht. Was ist denn los? Katie, I'm so sorry that I can't be there to see you in person. That I can't tell you all this myself. But I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did. And that you won't be sad and you won't hate me. And you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again. Someday. Love, Sam. Oh, das ging jetzt doch schneller vorbei, als ich dachte.
Ja, und wie wir da eben schon gesehen haben, Dankeschön fürs Spielen. Ich bedanke mich für dieses Spiel selber an sich. Jetzt möchte ich aber doch ganz gerne nochmal. Wir gehen jetzt einfach nochmal. Wir sehen ja jetzt hier gerade im Menü. Ich möchte jetzt einfach nochmal auf Fortsetzen. Ich möchte jetzt natürlich auch nochmal kurz mich da ein bisschen umgucken. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass das jetzt direkt einfach Schluss ist, wenn wir diesen Hefter da aufschlagen. Aha. Okay. Wir fangen ja direkt wieder hier an, bei dem Ordner, Hefter, wie auch immer. Wir haben ja hier noch was gehabt, Mensch, da wollte ich mir noch ganz kurz angucken hier. Ach so, mehr ist doch gar nicht. Ah, jo. Aber wir kriegen noch einen Eintrag. Oh my God, Katie, I fell asleep in the attic, in Lonnie and my old spot, and I missed the first two calls. I just barely caught the third one before the machine got it. And it was Lonnie, on a payphone. She'd been on the bus to Basic, and she said she couldn't think of anything but me, and us, and that she couldn't go through with it. With the army and being a part and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere for us. And she asked me if I could do that. And I said, yes. Yes. Dann ist sie ja wohl, dann hat sich ja das jetzt nochmal ein bisschen gewendet, das Blatt, wa? Ist sie ja wohl anscheinend dann doch nicht, da geblieben. Ja, ne, dann hat die ja die Geschichte doch noch, ein Happy End gefunden, sage ich mal, ne? Ist doch schön. Ist doch sehr, sehr schön. Ja, was kann ich zu dem Spiel sagen? Ich fand das eigentlich toll, es war, ja, ich fand das doch ein bisschen kurz. Irgendwo. Aber naja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist halt mal wirklich, wie ich schon am ersten Part sagte, wo mit dem Let's Play überhaupt hier angefangen habe, von diesem Spiel. Ist halt so eine Art Walking-Simulator. Auch gleichzeitig noch, ne? Erzählt eine schöne Geschichte. Uiuiui, aber die Treppe runter geht aber ruckzuck, wa? Sonst kann sie kaum sich schnell bewegen, aber da. Mit Schwung runter. Okay, jo. Leute, ja, was soll ich jetzt noch großartig sagen hier? Hier gibt es nichts mehr zu tun für uns. Schade eigentlich, dass das doch relativ kurz war. Aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Man kann ja nicht jedes Spiel, weiß ich, wie lange gehen. So, die Credits hatten wir nun auch schon geguckt, ne? Was wir jetzt nochmal gucken können, ist halt. Nein. Wir können ja mal speichern und zurück zum Menü. Waren da nicht noch irgendwas Optionen? Sind hier nicht noch irgendwelche Extras? Nee. Steuerelemente, Grafik, Sound, Spieleinstellungen, Sprache. Jo, schade. Gibt es hier wirklich nichts mehr zu machen für uns? Jo, Leute. Was soll ich sagen? Dieser Part ist dann halt noch kürzer als der letzte. So leid es mir tut. Aber naja. Wie gesagt, man kann es nicht ändern, ne? Jo. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich fand es, wie gesagt, ich fand es eigentlich relativ schön, dieses Spiel. War mal was anderes. Und, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder bei den laufenden Let's Plays, die ja noch laufen. Und eventuell schon wieder demnächst auch wieder beim neuen. Wer weiß. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir werden sehen, was so noch kommt. Und, ja, von daher würde ich sagen, ja, eigentlich gibt es gar nichts mehr zu sagen. Außer, dass ich mich verabschieden werde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Let's Play. Haut rein.